In der letzten Nachricht, die wir von eBay erhalten haben, gab es viele Neuerungen für gewerbliche Händler, die bei eBay verkaufen. So auch das Abwesenheitstool, was neu überarbeitet wurde, ist nun ab Oktober bereit zum Einsatz. In diesem Video erfährst du, wie du das Abwesenheitstool einsetzen kannst und was du zu beachten hast. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation, Investitionen und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich zeige das Ganze wie immer an meinem Notebook. Lass uns loslegen. Ja, Freunde, wie im Intro angekündigt, geht es heute um das Abwesenheitstool, was eBay überarbeitet hat und meiner Meinung nach echt toll gestaltet hat. Denn Abwesenheit ist für jeden Händler auch immer eine Frage, wie geht er mit seinen Angeboten um, wenn es kein anderer macht und kein anderer verschicken kann. Und da hat eBay sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie wir das Ganze lösen können und für uns Händler natürlich auch sehr angenehm gemacht. eBay hat uns darüber informiert in dem letzten Newsletter bzw. Nachricht von eBay, die wir bekommen haben für gewerbliche Händler. Wenn du das noch nicht gesehen hast und sehen möchtest, welche Änderungen es noch betrifft, dann schau dir das Video gerne hier oben an. Ich habe darüber ein Video gemacht und habe nach und nach für jedes Thema, was ich detailliert ansprechen wollte, auch schon einige Videos hier auf diesem Kanal herausgebracht. Heute soll es wie gesagt über das Abwesenheitstool gehen und das schauen wir uns mal genau an. Und ich habe jetzt hier schon mal die Info zu dem Abwesenheitstool, was sich ändert und wichtiges Datum. Also, ab Oktober dieses Jahres, also quasi ab jetzt, ist es möglich, das Abwesenheitstool zu nutzen. Und es gibt halt zwei verschiedene Optionen, die ihr machen könnt. Ihr könnt Angebote in der Suche ausblenden, das heißt, ihr pausiert eure Angebote und während ihr abwesend seid, kann diese Angebote bzw. eure Artikel keiner mehr kaufen. Jedoch sind diese nur pausiert und sind nicht beendet. Das heißt, ihr verliert euer Ranking nicht. Welchen Einfluss das hat, wenn ihr die Angebote dann wieder online habt, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls verspricht hier eBay, dass das nur pausiert wird und dadurch nichts Nachteiliges für euch entsteht. Des Weiteren habt ihr aber die Möglichkeit, eure Angebote weiterhin anzeigen zu lassen. Jedoch mit einer längeren Lieferzeit. Das heißt, in der Zeit, während ihr abwesend seid, kann der Kunde zwar euer Artikel bestellen, bekommt aber die Information, dass ihr es erst später verschickt, wenn ihr wieder zurück seid. Wie ich finde, sehr gut gemacht. Und hier haben wir noch einen Hinweis, dass negatives Feedback bezogen auf den Versand, wenn der Kunde sich beschwert, oh, ich habe hier meinen Artikel später erhalten, aber ihr habt das angegeben, dass ihr in der Zeit abwesend wart, dann wird dieses negatives Feedback natürlich von eBay entfernt. So, dann gibt es hier ein paar Fragen-Antworten, was, wie ich finde, sehr klug gemacht ist und sehr hilfreich ist. Muss ich die erwartete Lieferzeit selbst aktualisieren, wenn meine Abwesenheit im Tool aktiv ist? Eindeutig nein, das erfolgt automatisch vom eBay-System. Können Käufer mich während meiner Abwesenheit weiterhin kontaktieren? Ja, die Käufer können euch kontaktieren, während ihr abwesend seid und sie haben die Möglichkeit, eine automatische Abwesenheitsantwort dem Kunden zu senden. Das heißt, wenn ihr auch beispielsweise abwesend seid und auch nicht auf Nachrichten antworten könnt, dann bekommt der Kunde eine automatische Antwort, dass ihr ihm später antworten werdet. Und wie lange darf meine Abwesenheit dauern? Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Es gibt halt diese zwei Optionen, entweder Angebote pausieren oder halt online lassen, nur mit einer späteren Lieferzeit. Wenn ihr die Angebote pausiert und aus den Suchergebnissen ausblendet, dann habt ihr 30 Tage Abwesenheitsmöglichkeit, wo ihr nicht da seid und die Angebote nicht verschicken könnt. Und die andere Option mit der längeren Lieferzeit wäre bis 15 Tage Abwesenheit möglich. Das heißt, 15 Tage würde der Versand im Endeffekt später erfolgen. So, wie stellen wir nun das Ganze ein? Also, wir haben es hier stehen. Und zwar geht ihr dann auf Kontoeinstellungen, Verkaufen und dann Abwesenheitstool. Da gibt es diese Option, das Ganze einzustellen. Früher war das Ganze über Nachrichten möglich, was ich euch jetzt zeigen werde. Also früher war das Abwesenheitstool hier über Nachrichten zu erreichen. Das heißt, wenn ihr auf Nachrichten klickt und eure Nachrichten seht, habt ihr hier oben die Möglichkeit Einstellungen ändern. Und dann klickt ihr hier drauf.
und kommt dann hier bei den Einstellungen ändern, könnt ihr hier verschiedene Einstellungen für euer Posteingang natürlich verändern. Jedoch könnt ihr hier auch die E-Mail-Signatur einstellen, so nebenbei andere Einstellungen spreche ich hier mal an. E-Mail-Signatur, das heißt, nach euren Antworten an einen Kunden wird immer eine Signatur angezeigt. Das könnt ihr hier beispielsweise für euch verändern, wie ihr mögt. Ich habe diese Option nicht gewählt. Abwesenheitsnotiz, was sehr wichtig ist, das heißt, wenn ihr eure Angebote nicht pausiert, sondern online lässt, jedoch mit einer längeren Lieferzeit verseht, dann könnt ihr hier eine Abwesenheitsnotiz vermerken. Das wäre, diese Abwesenheitsnotiz würde auch angezeigt werden einem Kunden, wenn ihr euch eine Nachricht schreibt und ihr es später antwortet. Da habe ich beispielsweise diese Option gewählt, dass ich hier einen Text verfasst habe, ich bin im Urlaub und würde erst später antworten können. Bla bla bla. Das könnt ihr aktivieren, wenn ihr dann so gesagt abwesend seid. Hier könnt ihr dann das Datum festlegen, von wann bis wann das Ganze erfolgt, und damit ist es dann getan. Braucht ihr das nicht, solltet ihr das natürlich deaktivieren. Und dann war hier halt die Abwesenheitsoption, wo ihr dann das Abwesenheitstool einstellt, wo jetzt eine Weiterleitung an das neue Abwesenheitstool erfolgt, was überarbeitet wurde durch eBay. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, E-Mails zu archivieren, wie lange diese archiviert werden sollen, könnt ihr hier auch einstellen. So, dann klicken wir doch einfach mal auf Los geht's und kommen zu dem neuen Abwesenheitstool. So, nun sind wir hier bei dem Abwesenheitstool, wo wir das Ganze auch einstellen können. Und wie schon gesagt, gibt es hier die zwei Möglichkeiten, beziehungsweise Abwesenheit planen könnt ihr. Dann klickt ihr da drauf und dann habt ihr hier die zwei Möglichkeiten. Verkauf von Artikeln während der Abwesenheit pausieren. Das ist die erste Option, die ihr bis zu 30 Tage in Abwesenheit pausieren könnt. Legt hier das Startdatum fest, beispielsweise jetzt den 10. Und ihr legt das Enddatum fest, beispielsweise bis zum Ende des Monats seid ihr dann abwesend. So lange werden dann eure Angebote pausiert und können vom Kunden nicht mehr gekauft werden. Die andere Option ist Verkauf von Artikeln während der Abwesenheit zulassen. Das wäre dann die Option, wo ein Kunde trotzdem kaufen kann, jedoch der Versand später erfolgt. Da könnt ihr das gleiche genauso einstellen, Startdatum und Enddatum. Und dann drückt ihr auf Übernehmen und könnt das Ganze dann so gesagt mit festlegen und dann seid ihr während dieser Zeit abwesend. Natürlich würde ich die Bestellungen noch bearbeiten, die bis dahin eingegangen sind, selbstverständlich. Das muss natürlich gemacht werden. So, das andere ist halt die automatische Antwort, eine Nachricht, das habe ich euch gerade schon in den Einstellungen bei den Nachrichten gezeigt. Da habe ich genau den gleichen Text hier, wie ihr seht, und könnt ihr hier euren Text verfassen, wie ihr mögt, und könnt das Ganze dann auch einstellen. So viel zu dem Abwesenheitstool. Also ein sehr kurzes Video, zwar aber auch sehr hilfreich für alle die, die mal Abwesenheit sein möchten. Ist jetzt so nebenbei mal gemacht, weil ich halt detailliert die Videos dazu mache, was von eBay uns für gewerbliche Händler als Nachricht erreicht hat, und das Ganze detailliert zu zeigen. Wie immer, alle Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Habt ihr Fragen, gerne Kommentarfunktion nutzen und Fragen stellen. Ich beantworte so schnell wie möglich. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne jetzt. Drückt auf die Glocke, so verpasst ihr kein weiteres Video mehr. War das Video hilfreich, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, teilt es mit anderen, für die das auch eine Hilfe sein kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Verkaufen und viel Erfolg natürlich. Und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Tschüss.